Geschätzte Kommandanten und Detachementchefs, unsere Milizarmee, die drängt sich nicht auf. Aber wenn es sie braucht, ist sie bereit. Und wenn es sie nicht mehr braucht, dann geht sie wieder. Und genau jetzt ist ein solcher Moment. Bei meiner letzten Videobotschaft im November stand ich noch vor dem Inselspital in Bern. Es war ein kalter Morgen und unsere Milizarmee rückte genau in diesem Moment zur Unterstützung der zivilen Behörden in den Dienst ein, in den Assistenzdienst. Ein Einsatz, der genau bis heute dauerte, dazu geführt hat, dass wir heute das letzte Detachement, also Sie, aus dem Assistenzdienst entlassen können. Sie alle haben dazu beigetragen, dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens gekommen ist. Und Sie alle, geschätzte Kader, Sie alle haben vorgelebt, was es bedeutet, in unserer Armee Dienst zu leisten. Sie alle sind Bürgerinnen und Bürger in Uniform. Sie sind Bürgerinnen und Bürger in Uniform, die einen besonderen Dienst leisten für die Sicherheit von uns allen in diesem Land, in der Schweiz. Und sie haben Leadership gezeigt. Sie haben Leadership gezeigt, indem sie Fürsorge für ihre Truppe gezeigt haben. Sei es beim Einhalten der Schutzmaßnahmen, aber auch wenn es darum ging, die Sorgen ihrer Unterstellten in Zuversicht umzuwandeln. Dafür gebührt ihnen Respekt. Dafür gebührt Ihnen Respekt und Anerkennung von uns allen. Für Ihr beispielhaftes Engagement danke ich Ihnen von Herzen. Unsere Bevölkerung weiß, dass es sich auf Sie, geschätzte Kader, Kommandanten, Detachementschefs, verlassen kann. Dank gebührt aber auch allen Mitarbeitenden der Gruppe Verteidigung. Sie, die Gruppe Verteidigung, hat die Truppe, Sie dann im Einsatz unterstützt. Die Armee hat all ihre Aufträge zur vollen Zufriedenheit der zivilen Behörden erfüllt. Sie haben das gehört und Sie werden es auch heute wieder hören. Und ich weiß, dass sie das weiterhin tun wird, dank Ihnen. Ich weiß, dass ich auch in Zukunft auf Sie zählen kann.